krass, wir feiern schon Jubiläum von den Filmfakten. Folge Nummer 10. Hallo zusammen bei die Filmfabrik. Es gibt wieder 10 verrückte Filmfakten für euch. Und dieses Mal sind richtig viele Blockbuster dabei. Wir starten diese Woche mit einem Filmfakt aus The Avengers. Und da gibt es ja die Szene, in der Robert Downey Jr. als Iron Man durchs Labor rennt und immer irgendwas am Essen ist. Und das liegt daran, dass er am Set tatsächlich immer wieder irgendwie Fressalien irgendwo versteckt hat. Einfach so, weil er Bock hatte, weil er es konnte, weil er lustig ist. Und da man die ganzen Sachen nicht so richtig mehr finden konnte, hat man ihn auch einfach machen lassen und sich gedacht so, ja, lass den Robert einfach mal Robert sein. Der braucht das, ne? Lass das Kind mal spielen. Und in den Szenen, in denen man ihn dann in diesem Labor essen sieht, liegt es einfach daran, dass er dieses Zeug einfach aus den Verstecken geholt hatte, weil er hungrig war. Das heißt, im Skript steht nirgendwo, Iron Man isst Iron Man. Tut dieses, sondern das hat er einfach gemacht und weil er offenbar so ein großes Ego hatte, dachte man sich so, ja okay, das sieht witzig aus, lassen wir ihn mal, der soll jetzt gut spielen und damit ist gut und so kommt diese Szene dann zustande. Der absolute Kultfilm Der Pate hat auch einen absoluten Wahnsinnsfakt. Es gibt ja diese berühmte Szene, in der dieser Pferdekopf im Bett liegt und zu den Proben wurde da auch einfach ein falscher Kopf verwendet und dann hat man das alles so geprobt und hier und da und muss das liegen. In der Filmszene, die dann gedreht worden ist, wurde aber tatsächlich ein echter Pferdekopf benutzt. Es wurde also kein Pferd vorher geschlachtet, sondern man ist zu einer Hundefutterfabrik gefahren, hat sich dort einen echten Pferdekopf geben lassen und den dann ins Bett gelegt. Das heißt, der Schrei von dem Schauspieler, das gab er später auch zu, war 100% echt, weil er ja gecheckt hat, Scheiße, das ist wirklich ein echter Pferdekopf. Ist die Mafia jetzt hinter mir her oder was passiert da? Und da muss ich sagen, ich glaube, das sind so Dinge, die würden heute überhaupt gar nicht mehr funktionieren, weil dann alle guten Menschen wieder schreien würden, ihr habt ein Pferd umgebracht, obwohl das ja schon tot war in der Hundefutterfabrik und Co. Und überhaupt gibt es überhaupt gar nicht mehr solche Filmfakten. Und dafür liebe ich auch die 70er Jahre und ebenso Filme wie Der Pate. Weil Leute, das ist schon krass, oder? Echter Pferdekopf. Der erste Teil von Anchorman sollte zwar auch schon ursprünglich ins Kino kommen, aber eine ganz andere Geschichte erzählen. Nämlich die Geschichte von Reportern, die in einem Flugzeug sitzen, über den Bergen abstürzen und an der Absturzstelle feststellen, hui, es waren ja auch noch Martial Arts Waffen und Affen an Bord, was am Ende in einen Kampf zwischen den Reportern und Martial Arts Ninja sternwerfenden Affen hätte kommen sollen. Das ist ziemlich abgefahren, ziemlich geistesgestört und ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde es fast schon schade, dass dieser Film nie in die Kinos gekommen ist und ich hoffe, dass in dieser Art und Weise doch nochmal was kommt. Das geht so auch so in die Richtung Snakes on a Plane. Also ich bin ja dafür ein bisschen mehr Trash, ein bisschen mehr Geisteskrankheit in den Filmen. Anchorman war schon ziemlich gestört, aber das wäre wirklich sehr abgefahren gewesen. Wir wissen es nicht, was dann raus geworden ist, ist auch ganz lustig geworden, aber den Film hätten wir, glaube ich, alle gern gesehen. Der nächste Filmfakt ist aus Inception und ist so richtiger Nerd-Scheiß. Das muss aber auch mal sein, denn wenn man die Protagonisten, die Vornamen der Protagonisten, Dom, Robert, Eames, Arthur, Mal und Saito nimmt und gleichzeitig doch dazu addiert Peter, Ariadne und Yusuf, dann wird daraus nämlich Dreams Pay. Und wenn man das übersetzt, dann ist es ja genau das, was diese Diebe von den Gedanken und von den Träumen nämlich tun. Und was sie damit machen, nämlich damit bezahlen. Dreams Pay. Ist richtiger Nerd-Scheiß, aber wir sind uns ganz, ganz sicher, dass Christopher Nolan nicht die Namen einfach so ausgesucht hat, sondern dass er sich das auch wirklich so gedacht hat. Leute, Dreams Pay. Was Zuckersüßes habe ich aus oben für euch mitgebracht und die Pixar-Filme haben ja immer so Kleinigkeiten, die einem das Herz so ganz groß werden lassen, deswegen bringe ich sie auch immer bei den Filmfakten. Als Carl und Ellie nämlich picknicken, ist das exakt derselbe Baum, unter dem das große Krabbenspiel, der Film, der knapp 10 Jahre vorher in die Kinos gekommen ist, eben auch in Pixar-Filmen, solltet ihr mal darauf achten oder ihr schaut euch jetzt dieses Bild hier mal eben genau an. Und das finde ich einfach zuckersüß und wunderschön. Einen richtig coolen Fakt habe ich zu Argo, der dann nicht mehr zu der 2012er-Verfilmung gilt, sondern zu der Originalzeit, in der der Film ja auch spielt. Da ging es ja darum, um das nochmal kurz abzureißen, wer das jetzt nicht mehr genau weiß, was da passiert ist. Argo ist die Fake-Produktion, die gegründet worden ist, um einen Film im Iran zu drehen, um die dort angesiedelten iranischen Geiseln, beziehungsweise Geiseln aus Amerika und Kanada, die aber im Iran als Geiseln genommen worden sind, zu befreien. Und das war alles so echt, dass man auch die Pressekonferenz in Amerika
Amerika gemacht hat. Und den Aufruf, wir brauchen Drehbuchautoren, dass sich wirklich ganz, ganz viele Leute gemeldet haben und ein Drehbuch abgegeben haben. Nämlich 26 Stück. Und ein Drehbuch davon war sogar von, man glaubt es nicht, Steven Spielberg. Das heißt, Steven Spielberg ist auf den größten Coup und die größte Verarscherei, die jemals eigentlich Hollywood der Welt vorgetischt hat, selber drauf reingefallen. Und das finde ich ziemlich cool und wäre gerne dabei gewesen. So gucke ich mir einfach nochmal den fantastischen Film von Ben Affleck an und denke mir einfach nur, Steven Spielberg ist auch drauf reingefallen. Zu der Musical-Verfilmung Mamma Mia, dieses ABBA-Musical, spielt ja Pierce Brosnan auch die Hauptrolle. Der wusste aber überhaupt gar nicht, worum es geht. Er hat nämlich einen direkt unterschrieben, als er nur hörte, wir drehen in Griechenland und Meryl Streep ist an Bord. Weil er immer schon mit Meryl Streep drehen wollte, hat er sich gedacht, so ja, die wird schon keinen Quatsch unterschreiben, ich bin mal dabei, und erfuhr dann erst, dass er auch singen muss und dass es ein Musical ist. Aber das war dann überhaupt gar nicht schlimm, denn Meryl Streep ist auch für ihn die Schauspielgöttin und er hat den Dreh dann auch sehr genossen. Da sehen wir aber mal, dass selbst Weltstars manchmal die Entscheidungen eher seltsam treffen. In diesem Fall war es natürlich eine richtige Entscheidung, war der größte Hit von Pierce Brosnan in den letzten Jahren nach James Bond. War jetzt nicht mein Film, aber ich finde diese Geschichte extrem cool. Einen coolen Fact habe ich auch aus Wall-E, wobei eigentlich aus allen Pixar-Filmen. Denn A113 ist so ein Code, so eine Zahlenkombination, die immer wieder zu finden ist. Übrigens sogar nicht nur bei Pixar-Filmen, sondern auch in anderen Filmen. Das liegt nämlich daran, dass das der Klassenraum von der berühmten Animationskunstschmiede war. Und so sind eben Brad Bird oder John Lasseter von Pixar immer wieder darauf erpicht, in jedem Film das irgendwo zu verstecken. So war es bei Wall-E ein Sicherheitscode. Man sieht es aber auch bei Toy Story. Dort ist es zum Beispiel das Kennzeichen von dem Minivan von Andys Mom. Aber auch bei Findet Nemo findet man genau das. Oder auf einer Müsli-Packung bei Das große Krabbeln. Überall wird dieses kleine Easter Egg irgendwo im Film verteilt. Also schaut euch mal alle Pixar-Filme an und sucht nach A113. Eine andere verrückte Sache habe ich auch aus Tribute von Panem, die Hungerspiele, aus dem ersten Teil. Und während Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson so ein bisschen übers Set rumtobten, hat sie aus Versehen ihm gegen den Kopf getreten. Und er hatte davon eine Gehirnerschütterung, sodass das alles ein bisschen dramatischer wurde. Aus einem kleinen Hahaha wurde ein Krankenhausaufenthalt für Josh Hutcherson und dementsprechend natürlich auch eine Drehunterbrechung. Da wissen wir eben, dass Jennifer Lawrence nicht nur am roten Teppich manchmal auf Kameras von Tuddle und Dominik von die Filmfabrik kritisch reagiert, sondern auch am Set ist sie manchmal ein Raubein und so beim ersten Teil von die Tribute von Panem. Der letzte Fakt ist aus Matrix Reloaded, den ich verrückterweise auch mal an meinem Geburtstag geguckt habe. Es war der erste Film, den ich als FSK 16 offiziell im Kino schauen durfte und war neben Indiana Jones und Fluch der Karibik jetzt aus den letzten Jahren die großen Enttäuschungen an meinem Geburtstag. Spielt aber keine Rolle, denn der Film macht einiges wett, denn 97% der angewendeten Investitionen und Rohstoffe und alles, was in dem Film gebraucht worden ist, ist recycelt worden. Das heißt, zum Beispiel wurde ganz viel Holz gebraucht und dieses Holz hat man genommen und hat es nach Mexiko gebracht und hat dort so Siedlungen für schlechter Verdiener, also eher für die armen Leute aufgebaut. Das heißt, man hat wirklich mit diesem ganzen Zeug, das hat man nicht einfach nur weggeworfen, sondern hat was Gutes draus gemacht. Die letzten 3% sind dann in die Kinos gekommen als Film, Sondermüll nicht zu verwerten, aber spielt ja keine Rolle. Ich bin eben kein großer Fan von Teil 2 und Teil 3, denn den ersten fand ich großartig, aber ich finde diese Geschichte der absolute Hammer und finde, das sollte eigentlich ein Vorbild für alle Filmproduktionen sein. Hey, wenn ihr schon total viel Zeug kauft, macht da doch irgendwie was Gutes mit. Gut, Harry Potter kommt jetzt eben als Ausstellung nach Köln, auch schön. Aber finde ich, sollten sich andere auch ein Vorbild nehmen. Und euch kann ich nur sagen, ihr könnt euch auch ein Vorbild nehmen. Oder ihr klickt einfach auf die Playlist hier mit verrückte Filmfehler. Blödsinn, verrückte Filmfakten und unglaubliche Filmfehler. Und hier gibt es eben unglaubliche Filmfehler für euch. Mensch, die Namen nenne ich doch selber. Muss ich auch wissen. Ihr seht uns bald wieder bei einer neuen Filmkritik hier bei die Filmfabrik mit mir, dem Dominik.